Die finanzielle Lage vieler Theater in Deutschland ist schwierig. Warum das so ist, lässt sich gut am Beispiel des Theaters in Lüneburg erklären. Obwohl das Haus gut besucht ist und die Ticketerlöse steigen, fehlt Geld. Finanziert wird das Theater Lüneburg von der Stadt und dem Landkreis. Zusätzlich kommt Unterstützung wiederum vom Land. Mit diesen Zuschüssen werden in erster Linie die Personalkosten gedeckt. Die Tarifsteigerungen gleicht das Land aber nicht aus. Und so entsteht Jahr für Jahr ein strukturelles Defizit. Die drastischste Maßnahme wäre nun der Wegfall des gesamten Musiktheaters. Ach, das war wie ein Keulenschlag damals für uns. Wir haben irgendwie gedacht, uns wird es treffen, das war uns klar. Wenn das komplette Musiktheater gekürzt werden sollte, sind wir alle arbeitslos. Und ja, da ist die Angst schon groß. Sie müssen um ihre Jobs bangen, wie viele ihrer Kollegen. Eine Studie hatte verschiedene Kürzungsszenarien für das Theater Lüneburg durchgerechnet. Ihre Vorschläge? Die Musiksparte entweder verkleinern oder sogar ganz schließen. Für die Orchestermusiker geht's um ihre Existenz. Es gibt Leute, die es weniger gut wegstecken. Und man passt aufeinander auf. Neu. Eine Kollegin hat bei uns übernachtet, weil wir gesagt haben, du bleibst gleich mal bei uns, dir geht's heute nicht so gut. Also das hat uns eigentlich eher zusammengeschweißt. In Lüneburg geht es ums Geld, wie so oft in der Kultur. Das Theater hat nachweislich eine sehr gute Auslastung, bis zu 95%, je nach Sparte. Gesellschafter sind die Stadt und der Landkreis. Sie geben Zuschüsse, brauchen aber Unterstützung vom Land Niedersachsen, um das breite Programm zu erhalten. Neben dem Sprechtheater auch Tanz, Musiktheater und Konzerte. Aber die Löhne und die allgemeine Inflation stiegen in den letzten Jahren schneller als die Landeszuschüsse. Ein Problem für die Region. Perspektivisch werden wir, wenn wir unseren Wirtschaftsplan betrachten, 27/28 ein zusätzliches Defizit von 2 Millionen Euro haben. Ursächlich dafür ist natürlich sind Kostensteigerungen, die wir haben. Finanziert wird das Theater aus drei wesentlichen Quellen. Einmal die Hansestadt Lüneburg, der Landkreis Lüneburg und das Land Niedersachsen. Das Land Niedersachsen hat vor einiger Zeit aufgehört, Tarifsteigerungen mit zu übernehmen. Dabei kam das Land Niedersachsen lange für rund die Hälfte der Zuschüsse auf. Wären die genauso wie die Lohnkosten gestiegen, hätte das Theater sogar ein Plus. Stattdessen droht die Insolvenz. Es wäre ein GAU für die gesamte Region. Die Folgen dieser Versäumnisse der Politik, Tarifsteigerung, die Sie verhandelt haben, uns weiter zu erstatten, zahlen Dritte, nämlich unsere Künstler und die Bevölkerung. Das kann es nicht sein. Das Lüneburger Theater sammelte bisher mehr als 10.000 Unterschriften für den Erhalt der Musiksparte. Die Musiker sind eng mit dem städtischen Leben verbunden, leisten viele Angebote für Kinder, auch über das Theaterleben hinaus. Dass es so eine große Zustimmung bekommen hat, das war uns so nicht klar. Und es reißt auch nicht ab. Wenn das komplette Orchester weg ist, sind wir leider dann auch natürlich hier in der Stadt nicht mehr mit unseren ganzen anderen Aktivitäten zu haben. Also viele von uns, von meinen KollegInnen, sind auch als Lehrende tätig oder spielen hier viele Konzerte. Viel Zuspruch auch am letzten Freitag. Die Lüneburger schätzen die Musiksparte. Ich finde, dass irgendwie eine Stadt wie Lüneburg sehr durch ein Theater gewinnt. Ein Theater ohne Musik wäre für mich zumindest kein richtiges Theater mehr. Musical und es gibt andere Stücke, auch Kinderstücke mit Musik, mit Orchester dabei. Die holen einfach auch die jungen Leute hier ins Theater rein. Das Haus ist voll. Brechts Drei-Groschen-Oper. Ohne Musik unvorstellbar. Und der Haifisch, der hat Zähne. Theater, auch wichtig für die Demokratie. Im Gesicht. Dass hier in diesem Raum 550 Menschen zusammen sind und gemeinsam feiern, sich positiv streiten, anderer Meinung sind oder alle glücklich sind über das, was sie erlebt haben. Dieser Diskurs, der im friedlich geht, der über
Intellekt geht, aber auch mit ganz viel Emotionen belastet sein darf, der aber friedlich ausgetragen wird. Das lernen wir unter anderem an so einen Orten und uns auch mit Inhalten auseinandersetzen, denen wir vielleicht sonst fernblieben. Das Land scheint sich zumindest vorübergehend zu bewegen. Für diese Spielzeit soll der Zuschuss nachträglich um 10% steigen. Hannover sagt, das auch 2024 so machen zu wollen. Um die Musiksparte zu erhalten, braucht das Theater aber vor allem eins: langfristige Perspektiven. Wir wollen eine Vereinbarung, die uns Planungssicherheit gibt, die die Übernahme der Tarifsteigerung gibt. Wir sind in Verhandlungen und immer bin ich optimistisch, dass man das hinbekommt. Die derzeitigen Signale aus Hannover deuten aber nicht darauf hin. Im Dezember wird entschieden, ob die Musiksparte erhalten bleibt. Man darf gespannt sein.